Der Basketballspieler ist das größte bekannte Landtier der Erde. Wir wollen also unseren Set-Spawn-Command auch noch um einen Spawn-Command ergänzen, der jetzt eben die ganzen Daten, die wir vorhin in unserer Config gespeichert haben, rauslädt. Das wird also ziemlich spannend und wir fangen direkt an, indem wir ohne Umschweife direkt mal das entsprechende Command dafür erstellen. Das heißt, eine neue Klasse, die ich jetzt Spawn-Command nenne. Und bevor wir jetzt irgendwas Neues kennenlernen, kommt da auch natürlich wieder der klassische Weg des Commands eben auf uns zu. Das heißt, auch hier kann ich wieder nicht viel erklären, denn wie immer benennen wir zuallererst mal die ganzen Parameter um, Label und Args. Und dann frage ich natürlich auch wieder hier ab, ob eben der Sender ein Spieler ist. Das heißt, if Sender Instance of Player. Und wenn dem so ist, können wir eben erstmal unseren Spieler Player als Variable speichern, eben aus dem Sender, den wir casten. So, importieren das Ganze. Und dann können wir natürlich auch hier eine Abfrage machen, ob eben unser Spieler die entsprechende Permission hat, die ich zum Beispiel mal Tutorial Spawn nenne. Das müsst ihr jetzt natürlich nicht einbauen, denn es muss ja nicht sein, dass jeder Spieler eben eine Permission braucht, um jetzt meinetwegen dieses Command ausführen zu können. Ansonsten sage ich trotzdem, dass man dafür eben keine Rechte hat. Dazu hast du keine Rechte in Hellrot. Und auch hier fragen wir wieder ab, ob unser Spieler eben die Argumentenlänge 0 beachtet hat. Das heißt, ob er nichts anderes eingibt. Ansonsten sage ich hier auch wieder, dass er eine Nachricht bekommt, zum Beispiel: bitte benutze slash spawn. So, zum Beispiel. Perfekt. Gut. So viel zu dem ganzen Vorgeplänkel, was mal wieder ganz automatisch hier aus meiner Hand geflossen ist aufs Papier. Und letztendlich habe ich ja schon letztens gesagt, dass wir in unserer Config die Daten gespeichert haben, eben in dieser File Configuration. Und jetzt wollen wir sie rausladen. Und natürlich brauchen wir auch dafür wieder unsere File Configuration, die ich wieder Config nenne an der Stelle. Und die hole ich eben wieder aus unserem Main Singleton, was wir ja auch schon kennengelernt haben. Das heißt main.getPlugin.get, nicht getCommand, sondern getConfig. So. Und wenn wir die File Configuration importieren, funktioniert das Ganze auch. Und jetzt ist es natürlich logisch, dass wir erstmal die ganzen Einzelkomponenten aus der Config rausladen wollen. Das erste ist wieder die Welt. Das heißt, wir speichern uns einfach eine World, hier als Variable, die ich jetzt einfach mal World nenne. Und die bekommen wir aus einer bestimmten Methode, nämlich aus der Methode bucket.getWorld. Das ist natürlich an der Stelle wichtig, dass ihr das wisst, denn wir können jetzt nicht einfach so sagen, Hex, Hex, Config, gib mir diese Welt zurück. Wir müssen das eben aus dem Namen machen. Und diesen Namen, den haben wir in der Config gespeichert und diesen Namen können wir jetzt eben auch aus der Config laden. Und das machen wir einfach mit config.getString. Das ist eben diese Methode, die wir nutzen können. Und ganz logisch, es gibt eben für verschiedene, ja, Datentypen jetzt letztendlich eben verschiedene Getter, die eben quasi aus unserer Config diese Datentypen zu holen versuchen. Das ist das Interessante dran und deswegen können wir jetzt hier zum Beispiel sagen, dass wir eben ein String von einem Pfad zurückholen und den Pfad haben wir an der Stelle spawn.world genannt. Falls ihr den Pfad eben anders benannt habt, dann müsst ihr dann natürlich aufpassen. Auf jeden Fall müssen wir die World importieren. Ganz wichtig, nehmt ihr die org.bucketWorld aus diesem Package, nicht aus Net Minecraft Server. Das ist wichtig. Und dann können wir eben auch schon die restlichen Komponenten laden, was jetzt auch recht interessant ist. Jetzt wird es nämlich ganz interessant, ich sage das Wort schon wieder so oft, ihr lernt nämlich einen neuen Datentypen kennen, nämlich einen primitiven Datentypen, den sogenannten Double. Doubles sind Fließkommazahlen, das heißt Zahlen, die auch ein Komma beinhalten und auch mehrere Nachkommastellen und auch einen deutlich größeren Zahlenbereich umfassen als unser Integer. Genauer gesagt gibt es sogar einen Datentypen, den ihr auch noch kennenlernt, einen Fließkommazahlen-Datentypen, der noch weniger, ja, Platz umfasst als unser Double. Auf jeden Fall sind die Koordinaten x, y und z als Double angegeben. Und dementsprechend können wir zuallererst mal sagen, dass wir den Double x holen, eben aus config.getDouble. Die Methode gibt es eben. Und dann nehmen wir einfach die Methode, indem wir den Parameter spawn.x übergeben. Und das Ganze ist jetzt natürlich analog zu y und z. Das heißt, wir sagen hier spawn.x.
y und spawn.z, indem wir eben die Doubles auch entsprechend benennen, die Variablen dafür. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen merkwürdig, denn unser Jaw und unser Pitch, die müssen wir natürlich auch laden. Die werden allerdings nicht als Double gespeichert, sondern als Floats. Und Floats sind eben dieser andere primitive Datentyp, also auch Fließkommazahlen, die aber einen niedrigeren Bereich umfassen als unser Double. Und wir speichern erstmal ein Float Jaw. Den können wir jetzt allerdings nicht aus der Methode config.getFloat nehmen, sondern den müssen wir auch aus der Methode config.getDouble nehmen. Das hat damit zu tun, dass wir letztendlich irgendwie keine Methode bereitgestellt bekommen von unserer Config, weiß der Henker warum. Aber unser Double umfasst ja eben einen größeren Zahlenbereich und dementsprechend ist es eben gar kein Problem zu sagen, okay, wir wandeln diesen Double eben um in ein Float. Das macht also gar nichts, indem wir jetzt zum Beispiel einfach mal sagen, config.getDouble und eben da unser spawn.jaw eintragen. Natürlich, wie wir es beim Player schon kennengelernt haben, müssen wir jetzt das Ganze auch noch casten, was bei Eclipse natürlich ganz einfach geht. Das heißt, wir sagen eben unserem Double, der jetzt hier quasi erstellt wird, dass er eben zum Float umgewandelt wird. Und genauso können wir das natürlich mit unserem Pitch machen. Das heißt, eine Variable, die wir Pitch nehmen und die wir eben aus spawn.pitch jetzt umwandeln. Das ist natürlich ganz wichtig, dass ihr das genauso macht. Und jetzt könnt ihr eben auch aus diesen ganzen Komponenten eben diese Location zusammenstellen, an die unser Spieler jetzt teleportiert werden soll. Sprich, wir speichern uns eine Location, Location. Ich habe ja letztens schon erklärt, dass diese Location eben der Punkt ist, an der unser Spieler sich eben befindet. Und so eine Location können wir jetzt eben ganz normal instanzieren. Das heißt, wir sagen hier New Location. Und ihr seht schon, es gibt hier mehr oder weniger zwei Konstruktoren. Und die eine verlangt eben auch hier neben der World und XYZ auch Jaw und Pitch. Und die haben wir ja genauso benannt, gerade lustigerweise die Variablen. Deswegen wurde das automatisch eben so jetzt eingetragen und übernommen. Genauso ist es jetzt natürlich möglich, dass wir zu allerletzt eben unserem Spieler sagen, dass er natürlich an diese Stelle teleportiert werden soll. Das heißt, wir nutzen einfach die Methode player.teleport. Und da sehen wir schon, können wir unseren Spieler eben zu einer Location teleportieren. In dem Falle eben zu unserer Location, Location. Gut, und das ist eigentlich auch schon alles. Gar nicht viel dazu zu erklären. Wichtig ist eben nur, dass ihr jetzt diese beiden neuen Datentypen, Double und Float, kennengelernt habt und entsprechend diese Methoden aus der Config. Da gibt es natürlich auch noch weitere, entsprechend auch um Booleans oder Integer zu holen. Das heißt, aus diesen Configs lässt sich wirklich ziemlich viel machen und mit ein bisschen logischem Denken ist das natürlich auch gar kein Problem. Auf jeden Fall registrieren wir zuallererst mal unser neues Command, was ich ja jetzt Spawn genannt habe. Und als Executor setze ich natürlich eine neue Instanz unseres Spawn-Commands. So, perfekt. Und dann geht es natürlich auch noch in die Plugin.yml, wo ich sage 1, 2, 3, ein Spawn-Command mit einer Description, was ich gar nicht weiter erklären muss, wo ich einfach sage, teleportiere dich zum Spawn, zum Beispiel. Perfekt. Das war also ziemlich viel Schreiberei, ihr habt es gemerkt, für eigentlich ein recht kleines Ergebnis. Aber das wollen wir ja jetzt natürlich nochmal genießen, indem ich einfach mal sage, dass ich meinen Server hier starte und natürlich nebenbei mich schon mal bereit mache, um zu joinen. Perfekt. Ich setze mich hier mal in den Game Mode 1, einfach damit wir mal ein bisschen schneller rumfliegen. Und ich kann ja jetzt mal sagen, dass ich hier den Spawn zum Beispiel so setze, dass ich eben auf diese Sonnenblumen gerade gucke mit Slash Set Spawn. Und wenn ich jetzt mal wieder irgendwo hinfliege und wieder Slash Spawn nutze, dann sehen wir, werden wir auch direkt dahin teleportiert. Eben genau mit der Blickrichtung auch. Oder meinetwegen, wenn ich hier so ein bisschen oben mich hinstelle, würde das natürlich genauso funktionieren, wenn ich woanders bin und wieder Slash Spawn nutze. Perfekt, ich fliege jetzt hier natürlich runter. Aber das macht ja gar nichts am Prinzip. Ist, denke ich, was ziemlich Cooles und Eindrucksvolles und am Anfang auch, ja, Einsteigerfreundliches, sowas einfach mal zu machen. Das heißt, ihr könnt euch natürlich weiterhin austoben an den Configs und mal eigene Sachen einfach probieren. Für diese Lektion reicht's aber. Ich bin weg. Falls dir meine Videos gefallen, dann empfiehl diesen Kanal doch bitte bei deinen Freunden weiter oder abonniere ihn selber und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ach ja, schau doch mal auf meiner Website vorbei. Du findest sie in der Videobeschreibung.